Hallo und herzlich willkommen bei LA Bossos. Ich bin's, Dino. Haben wir das COD-Gameplay für euch. Gespielt habe ich BO2 natürlich und auf der Map Hijacked mit der Waffe MSMC geschafft und schnelle Magazine. Das ist, glaube ich, ein 49.9. Alles soll jetzt nicht Thema sein. Das Gameplay war relativ gut erspielt, also finde ich für meine Verhältnisse. Ich bin halt nicht der Oberpro in Herrschaft oder sowas, also von mir könnt ihr nicht erwarten, dass ich mal ein 100-plus-Gameplay bringe. Also das wird, denke ich mal, eher nicht kommen. Aber ich hoffe, ihr könnt euch das trotzdem angucken, weil das ist normale Runden. Ist auch, denke ich mal, immer eine gute Statistik, was ich hier an den Tag lege. Ich bin halt nicht der überkrasse Spieler wie manch andere große YouTuber. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, denn ich will ja euch spezifisch mit dem Kommentar was rüberbringen. Und zwar ist heute oder in den letzten Wochen ein bisschen wenig von uns gekommen. Das hat gewisse Gründe. Und die werde ich jetzt einfach mal durchbringen, bis ihr auch mal auf dem aktuellen Stand seid. Weil bei Facebook hätten wir es schreiben können, wollten wir es aber nicht, weil es halt irgendwie, ja, das ist schon so ein Video, wo ihr meine Stimme hört, ist schon privater, wie wenn man irgendwie bei Facebook einen Post bringt oder sowas. Deswegen fangen wir einfach mal an. Also, ich weiß nicht, die Woche war das, an Sonntag oder sowas, hat uns dann Martin erstmal gesagt, dass er erstmal nicht mitmachen möchte. Wegen privaten Gründen, also dass er jetzt erstmal raus ist. Ich hoffe, dass es, ja, wie soll ich sagen? Ist natürlich scheiße für die Leute, die gerne Hearthstone geguckt haben oder Beat and Lost Assassin. Aber ich hoffe, ihr versteht das, dass wenn jemand von privaten Kunden keine Lust hat, zurzeit irgendwas für YouTube zu machen oder auch keine Zeit hat, zwecks Arbeit oder etc., dann müsst ihr das einfach mal verstehen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Und ich und Pete werden das schon hier weiter am Leben behalten, also wir werden das schon irgendwie geregelt kriegen, dass wir unseren gewissen Video-Output bringen in der Woche. Ich würde jetzt erstmal einfach sagen, so 2 Videos oder 3 Videos höchstens in der Woche. Muss ich nur mit Pete bequatschen, weil ich kann das jetzt nicht alleine irgendwie sagen, bei Kommentar, wo ich mit Pete noch nicht gequatscht habe, wo ich jetzt nicht Nick gerade gestorben habe, obwohl ich gesehen habe. Naja, wollte ich abhauen, Dreckspumpenwichser. Naja gut, ist egal. Auf jeden Fall werde ich mit Pete das bequatschen, wie wir das jetzt regeln. Es wird auf jeden Fall weiterhin Payday kommen. Ab und zu mal Let's Build. Vielleicht alle 2 Wochen mal eine Folge. Ein COD-Gameplay wird es auf jeden Fall jede Woche jetzt ab sofort geben. Es tut mir leid, dass ich schon lange keins mehr gebracht habe. Aber im letzten Video war ich ein bisschen traurig. Mit, weiß ich jetzt nicht, aktuell, glaube ich, 31, 32 Klicks. Magere Ausbeute, also hatte mir eigentlich ein bisschen Mühe gegeben mit den E3-Fazit. Und naja. Aber jetzt nicht gut ankam. Kaum nicht machen. Ich hoffe, das Gameplay sagt euch jetzt ein bisschen mehr zu. Das ist jetzt auch nur ein 48.9. Ich glaube, sie sind Niki gestorben und die Gegner, die schlucken, ne? Das ist überragend. Also, es ist sehr schwer, ein Gameplay zu fangen überhaupt. Das werden auch viele größere, vielleicht YouTuber, euch sagen. Sehr schwer, die Gegner schwitzen. Verrecken manchmal nicht, haben eine übelste Leitung, also so eine richtige Überpro-Leitung, hätte ich auch gerne. Aber mit meinen 32.000 kann ich ihn nicht mithalten. Naja. Obwohl es eigentlich schon gut ist. Aber naja, auf jeden Fall werde ich mit Pete das weiterhin bringen, also Payday auf jeden Fall. Also bleibt da ruhig und entspannt. Payday kommt und BO2 kommt und Pete wird auch noch ein Projekt kommen. Ich werde die Woche, also die Woche, die jetzt kommt, werde ich auf jeden Fall ein paar Gameplays mehr bringen oder ein Let's Play starten. Ne? Ich weiß noch nicht welches, ich habe jetzt 3 Spiele zur Auswahl, die ich vielleicht bringen werde. Weil ich jetzt erstmal die Tage oder die Wochen jetzt erstmal allein auf dem Channel bin. Ich und Pete hatten, glaube ich, nur ein Video noch vorproduziert, das war eine Let's Build Challenge. Und Payday haben wir nicht mehr, also müssen wir erst wieder neu machen. Und Pete ist jetzt im Urlaub. Ab Montag fährt er, glaube ich, bei seiner Freundin und hat eine Woche Urlaub und danach ist er eine Woche oder 2 Wochen, weiß ich jetzt nicht genau, in Kroatien. Die letzte schöne Plauze-Point,
Kann ich hier auch bei uns machen, aber ist nicht so schlimm. Für die nächste Runde. Und auf jeden Fall wird er da erstmal eine Weile nicht da sein, also werde ich auch demnach erstmal alleine auf dem Channel agieren und ab und zu mal ein Video bringen. Also wenn ich jetzt alleine bin, werde ich einfach mal so sagen, werde ich 2 Videos bringen, Dienstag und Donnerstag. Und vielleicht, oder vielleicht nicht nur vielleicht, sondern halt wahrscheinlich wirklich, das FIFA-WM-Orakel gegen Brasilien noch machen mit dem Kumpel. Also ich hatte jetzt keine Zeit, letzte Zeit, und er auch nicht, und wir waren am Wochenende noch feiern, konnten das Algerien-Spiel nicht aufnehmen, weil ihr wisst ja, wie es ist, wenn man leicht alkoholisiert noch an Sonntag ist und Montag kommt das Spiel. Den Tag vorher wollten wir es schon bringen eigentlich. Und ja, hatten halt da in der Hinsicht keine Zeit und waren kaputt und ja, müsst ihr verstehen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Das Frankreich-Spiel war jetzt am Freitag. Und ja, ich bin stolz und ich bin froh, dass wir es wirklich so weit geschafft haben, wo wir echt absolute Probleme hatten gegen Algerien und gegen Frankreich. Aber wir haben es geschafft und es beweist mal wieder, dass wir einfach eine Turniermannschaft sind. Und jetzt geht es gegen Brasilien. Und 2 Spieler sind ja auch nicht da. Der Silber ist gelb gesperrt und Neymar hat sich einen Wirbel gestern gebrochen, falls jemand das noch nicht weiß. Und wird natürlich auch nicht spielen. Aber das soll jetzt nicht Thema sein, deswegen werde ich jetzt erstmal alleine alles machen. Ich denke mal 2 Videos, also einmal COD und einmal irgendein Let's Play, was ich starte. Vielleicht, also auf jeden Fall das WM-Orakel kommt auf jeden Fall, Brasilien gegen Deutschland oder Deutschland gegen Brasilien, so wie es halt da steht, auf dem Zettel. Werde ich und Kumpel probieren und ich denke mal, wir schaffen das auch, dass wir das aufnehmen. Und ich hoffe, ich bringe das rechtzeitig raus, bevor ja, das Spiel schon wieder vorbei ist. Also ich hoffe, ich kann es rausbringen, bevor das Spiel vorbei ist. Ihr wollt es ja auch vorher sehen, deswegen ist ja auch ein Orakel. Und letzte Zeit habe ich auch ein bisschen wenig Call of Duty gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es liegt aber einfach nur an den Leuten, die das Spiel hier spielen. Das ist untragbar manchmal. Siehst in Lobbys fast nur Deutsche und die Deutschen, die schwitzen und haben eine Überleitung, wirklich eine Überleitung. Das hätte ich gerne auch. Also, die stecken ein, da fragst du dich. Geht gar nicht sowas. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall war es das jetzt erste Mal dazu. Zu den ganzen ja, Statements, was jetzt Martin und sowas angeht und dass Pete halt im Urlaub ist. Aber ich denke mal, das gönnt ihr dem auch. Dass er eine Runde an Meer ein bisschen baden geht oder welche Jetski fährt oder sowas. Keine Ahnung, was er dort macht. Ich weiß auch nicht, mit wem er dort ist. Also, ob er jetzt alleine mit einer Freundin ist oder mit Familie noch. Kann ich euch nicht sagen. Aber er hatte mir versprochen, dass er ein Real-Life-Video bringt. Also, darauf freue ich mich, wenn er im Urlaub ist. Vielleicht zeigt, wie er sich gerade seinen dicken, fetten Arsch bräunt oder sowas und irgendeine Scheiße labert. Darauf würde ich mich freuen. Und das wird er auch online bringen, also ich denke mal, das wird er mir sagen, wann es veröffentlicht wird, dass ich nicht da gerade an Videoplatten bin. Und ja. Ansonsten gibt es eigentlich weiter, das Gameplay ist jetzt gleich vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Das wird auch jetzt in nächster Zeit mit COD kommen, verspreche ich euch. Und wie schon gesagt, es war 48,9. Und da wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Und man sieht sich im nächsten Video. Tschüssi!